Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play FTL Faster Than Light. Wir sind auf Achievement-Jagd. Living of the Land heißt das eine, was wir zumindest erreichen wollen. Das ist das Achievement, wo man bis Sektor 8 kommen muss, ohne in einem Store zu kaufen. Das ist eine knifflige Sache, auf jeden Fall, denn wir dürfen ja auch keinen Sprit in dem Store kaufen. Die Frage ist jetzt, wo fliegen wir lang? Ich würde sagen, wir versuchen unser Glück mal da oben. Wir schauen uns mal ein paar Beacons an. Okay, da ist nichts. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir mal bei den nächsten Schiffen, die wir erreichen, vielleicht auch mal so ein bisschen Fuel abgreifen können. Ein Hullbeam, das ist doch schon mal was. Da können wir jetzt direkt mal unser... Nee, können wir noch nicht. Okay, sonst hätte ich gesagt, dann upgraden wir demnächst mal einfach unsere Systeme. Und unsere Waffensysteme meine ich natürlich. Oh, ein Mantis Cruiser in NG Space. Wir müssen auf jeden Fall ja mal den Typen erst platt machen, der bei uns an Bord kommt, ne? Okay, wenn man die... macht das Teil da mal aus. Machen wir mal die Boarding Drone an. Und gucken wir mal, wo er sich hin teleportiert. Ah, Schildraum, alles klar. Okay, kenne ich. Hallöchen. Hin. Hilf mal den Kollegen ein bisschen. Komm, die schaffen wir. Oh, ne, komm, ist nicht dein Ernst, oder? Aber gut, er hat keine Medbay. Ich glaube, er hat keine Medbay. So, heilen wir mal ganz schnell die Typen hier. Wunderbar. Und dann können wir doch direkt mal hier auf unseren Teleporter Platz. Ja, hier hin am besten. Gut, der eine ist direkt Tuck. Der andere ist auch direkt Tuck, wenn er kommt. Oh, der andere ist, glaube ich, sogar noch beim Teleportieren gestorben, oder? Ich wollte gerade sagen, schieß dieses Ding doch platt. Ah, da kommt noch ein Engie. Warte mal, tauscht man gerade Plätze. Das ist mir sonst zu blöd. Come on. Zwei Fuel nur. Ey, das ist ultra wenig. Das mag ich jetzt gerade gar nicht. Das ist nicht so cool. Das ist wirklich nicht so cool. Wir brauchen halt... Wir müssen in den nächsten Kämpfen echt viel Fuel finden. Ich will mir hier das Waffen-Upgrade, damit ich den Hullbeam einsetzen kann. Es könnte außerdem sein, dass wir demnächst in den Sultan-Sektor kommen. Der nächste Sektor ist ja ein grüner. Okay, wir greifen das Ding mal an. Wir müssen es probieren. Machen wir den Teleporter an. Die Defense Drone. Und wir teleportieren uns mal in seinen Schildraum. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das müsste eigentlich hinhauen, dass wir die Schilde da plätten. Es wird knapp. Ist nicht dein Ernst. Das klappt aber noch, oder? Gut. Was geht ab? Ist gecheatet. Mann, da hat der dreimal getroffen. Ich war ja auch so blöd und hab den Event ausgemacht. Okay. Musste irgendwie sein, ich weiß nicht. So, nächster Teleport. Das wird nochmal eine krass knappe Sache. Oh, komm. Nur Volltreffer. Okay, also das ist echt ultra knapp. Ich weiß gar nicht, wieso man das machen.
Wir müssen halt auch hoffen, dass wir ihm hier permanent die Schilde jetzt runterballern können, ne? Also gut, mit dem Halbeam, der hat eine recht gute Reichweite, da könnte man also hier durchaus schon so, nee, doch nicht, schade, ich hätte gedacht, da trifft man da vielleicht. Ja, ich meine, so geht's halt besser. Wir könnten natürlich auch so direkt hier auf den Raum schießen, aber es ist doch sinnvoll, hier die vitalen Systeme vielleicht zu treffen, auch damit er nicht halt abhauen kann und so weiter, ne? Okay, wir warten, bis der Teleporter aufgeladen ist. Und jetzt geht's nochmal ab in den Schildraum. Wir müssen ja nur die Schilde einmal ausschalten. Gut, jetzt sind sie aus. Optimal. Jetzt müssen wir es nur überleben. So, jetzt kommt ihr ganz schnell zurück. Und dann machen... Nee, komm, wir machen... Die Räume da sind ja platt. Wir machen es so. Wir schießen hier hin. Da machen wir auch einen Hüllenschaden mehr. Schön. Okay. Ganz kurz mal die Defense Drone ausmachen. Nur ein bisschen zu heilen. Der nächste geht nochmal hier hin. Ja, mach die Defense Drone ganz schön wieder an. Perfekt. Da machen wir gerade das Autofeuer an. Wir machen hier mehr Schaden. So, noch ein Treffer. Oh, wir haben gar kein Evade an, sehe ich gerade. Ja, und wir gehen hier hin, direkt auf diese Plattform. Und oh, ich habe meinen Timer nicht gestartet. So, aber jetzt. Puh, schwere Geburt, sag ich mal. Ja, wir gucken uns mal die Station an und wir finden noch eine wir haben jetzt drei Defense Drone Mark I gefunden. Das ist doch nicht wahr, oder? Zwei haben wir gefunden. Ne? Also ich mache jede Wette, wenn ich hier den NG Cruiser gespielt hätte, hätte ich so ein Ding nie gefunden. Ja, was machen wir jetzt? Wir wissen ja, dass wir es mit den Mantis überleben, also müssen wir nicht zwingend die Systeme da upgraden. Deswegen würde ich sagen, wir kaufen mal vielleicht ein Powerbar oder sowas. Oder die Sensoren, die wollte ich auch schon die ganze Zeit kaufen. Ach Mann, was macht man da? Da ist ein Store, da könnten wir jetzt wirklich mal ein paar Defense Drones verkaufen. Dann fliegen wir erst noch hier hin. Haben wir überhaupt Sprit bekommen? Ich glaube nicht, ne, oder? Nee, ich glaube, haben wir nicht gekriegt. Zweier Teleporter langt dann also momentan. Das ist immer gut zu wissen. Mach mal gerade aus. So, hier ist ja unser Teleporter. Schwupp, schwupp. Dann holen wir uns einen Punkt Energie. Und die Sensoren. Ja, okay, machen wir so. Nee, das können wir nicht machen. Das müssen wir ablehnen, denn wenn wir irgendwas nicht entbehren können, dann ist das Fuel. Ja, klar, warum nicht? Okay, jetzt haben wir die Rebellen verlangsamt. Schön. Dann gehen wir erstmal hier zum Store und verkaufen mal gerade unsere... ja, super. Wir verkaufen unser Zeug hier, die Defense Drones. Und die verkaufen wir jetzt beide. Ich habe jetzt die Faxen dicke. Ja, Reparaturen sind ja erlaubt. Also ein bisschen können wir reparieren. Ja, so um den Dreh rum. Sensoren haben wir geupgradet, ne? Okay. Antrieb wäre gut. Aber wir kaufen erstmal noch ein Powerbar. Und dann sind wir mal ein bisschen offensiv. Oh shit, Leute, ey, wir brauchen so unbedingt Fuel. Ja, wir helfen natürlich dem Zivilschiff. Die geben uns vielleicht Fuel. Das wäre halt sau cool. Oh Gott, das hat sich gereimt, ne? Also ich habe ja immer wieder die Erfahrung gemacht, dass man
dann besonders viel Fuel kriegt, wenn man so ein Schiff auseinander nimmt. Aber ich glaube, es ist wirklich random. Ich glaube, es ist wirklich echt random. Jetzt haben wir 3 Fuel gekriegt. Okay, komm, die geben uns was. Ionenblaster. Braucht kein Mensch, aber okay, von mir aus. Dann kommen wir halt mal zurück. Oder wir brauchen es momentan jedenfalls nicht. Wobei, kann man Schilde mit auseinandernehmen? Könnte was bringen. Könnte was taugen, ja. Okay, so, jetzt den Antrieb upgraden. Und die Türensysteme wollte ich die ganze Zeit schon mal upgraden. Und da nehmen wir für den absoluten Notfall noch einen Punkt in die Waffensysteme für den Ionenblaster. Ja, warum nicht? So, ein Distress Beacon, der uns nichts bringt. Wir könnten danach zum Store und dort was verkaufen, was uns wahrscheinlich auch nichts bringt. Bei dem Distress Beacon weiß ich ja nicht, was es da gibt. Hier haben wir auf jeden Fall noch 3 Jumps garantiert. Wenn ich hier hinfliege, dann muss ich auf jeden Fall nachher bei dem Store vorbei. Und das ist eigentlich ein unnötiger Weg. Also machen wir so, wir erkunden die Sektoren oder die Beacons hier ganz am Ende. Oh, guck mal, der will schmusen, der will direkt rüber teleportieren. Ja, ist in Ordnung, dann komm. Geh da hin, da oben, alles klar. Da oben fangen wir ihn ab. Dann power mir halt mal das Ding gerade hoch und gib mir noch ein bisschen Evade, das wäre nicht verkehrt. Und ja. So, machen platt. Ja, warte, den brauchen wir gar nicht. Gib mir hier direkt das Teil. So, du gehst hier hin zum Heilen. Ab in den Waffenraum. Okay, der ging daneben. Schön. So, jetzt machen kalt. Gut, die Evade-Skill gekriegt. Optimal. Und wir kriegen ein Fuel zumindest. Aber das ist schon wieder so ein... Ist schon wieder so ironisch irgendwie, ne? Dann kriegt man dann ein Fuel. Das langt ja, bei weitem nicht. Wir müssen ja mindestens so 5 oder 6 Fuel müssen wir irgendwie abrippen, damit wir ja weiterkommen. Und am besten noch irgendwie 100 Drone Parts oder so, ne? Aber es gibt keine andere Variante für uns. Ja, wir machen da mit. Piraten, okay. Und die Sultans wollen, dass wir ihnen helfen. Und dann, ja, dann kämpfen wir mal direkt hier gegen die auf unserem Teleporter. Die haben diesmal eine Medbay, das ist interessant. Und ein Double Laser. Das ist auch nicht uninteressant. Das war also eine Firebomb, okay. Da können wir aber hier das Ding da benutzen. Und dann teleportieren wir mal gerade in den Schildraum, weil die Medbay ist ja ganz da unten. Können wir vielleicht seine Schilde auseinandernehmen. Er hat ja auch nur ein Engi dabei. Dann machst du mir das Ding da mal gerade aus. Machen wir das hier wieder zu. Machen wir den Ionenblaster an. Und der Ionenblaster steht auf Autofeuer. Der ballert jetzt mal da unten in die Medbay rein. Und ja... Firebomb ist halt blöd. Dann wenden wir mal gerade hier. So, jetzt müssen wir ihn aber gleich haben, oder? Wir bräuchten noch ein Crewmitglied. Nur mal so am Rande, ne? Bemerkt. Okay. Ich tausche jetzt mal gerade Plätze. Weil das ist immer der gleiche Typ, der hier kommt. Ist doch keine Firebomb. Es ist eine ganz normale, Small Bomb. Und du gehst jetzt mal hinterher in die Medbay. Okay, jetzt kannst du hier hochgehen. Oh, Türensystem ist ausgeschaltet. Das mag ich nicht. Dann gucken wir mal, dass wir ihn jetzt hier abfangen können. Ja, okay. Wenigstens ein Fuel und wir kriegen eine System Repair Drone. Die wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Ja, komm mal zurück. Hast du was abgekriegt? Nee, ne? Der L-Nub-Nub, der ist super. Aber wir hätten viel mehr, wir müssen viel mehr Fuel finden. Wir brauchen viel, viel mehr Fuel.
Wie machen wir das am besten jetzt weiter? Ich muss mal ausprobieren, ob ich mehr Fuel kriege, wenn ich so ein Schiff nicht komplett entere. Ich kriege dann halt weniger Scrap, aber ich brauche ja auch gar nicht so viel. Ich brauche ja keinen neuen Highscore heute. Ja, dann machen wir das mal so. Dann schieben wir mal hier das Zeug noch einmal in den Antrieb auf jeden Fall. Genau. Und dann testen wir das jetzt mal. Hier runter einmal. Oh, Antrieb gejammt. Junge, Junge. Okay. Will er abhauen? Nein, sieht nicht so aus. Er will da oben erstmal sensationell krepieren. Ich glaube, ich schaffe das diesmal leider nicht, das Schiff so normal auseinanderzunehmen, weil, wenn ich mich jetzt nicht irre, würde er ja seine Crew runterschicken und das hätte zur Folge, dass ich die Crew auf jeden Fall vorher irgendwie ausschalte. Das wäre irgendwie, ja, das wäre irgendwie, glaube ich, nicht so prickelnd. Direkt auf den Teleporter. So, ab in den Schildraum. Ihr seht es also jetzt hier. Der wird ja jetzt hier unten sterben. Und dann, wenn ich jetzt hier drauf hämmere, jetzt kommt er runter. Und das ist natürlich doof. Weil jetzt kann ich das hier gar nicht testen, was ich eigentlich testen wollte. Naja, egal. Wir müssen es jetzt halt so mal machen. Vielleicht finden wir nochmal eine andere Gelegenheit. Okay, viel Fuel gab es jetzt dafür. Gut, dann hatte das jetzt auch... Dann ist das doch nicht so signifikant, wie ich gedacht habe. Dann ist das nicht so signifikant krass unterschiedlich. Ist ja mal gut zu wissen. Wir brauchen noch mehr Crewmitglieder auf zum Exit. Jawohl, ja, machen wir. Defense Drone hauen wir direkt raus. Und ich glaube, wir brauchen das diesmal gar nicht mit dieser Teleporter-Aktion. Wenn man das heute ein bisschen anders. Genau. Dann machen wir das mal so. Der Milo, der geht heute mal ausnahmsweise wieder an die Schilde. Und Tiwu LP geht an das Waffensystem und kann da jetzt hier ein bisschen. Ja, ein bisschen hier die Waffen hochpushen. Gut, da war ich schon mal der erste Treffer dabei. So, mir war es also wichtig, dass wir hier die Waffensysteme einmal noch ausschalten, weil die Raketen sind immer ein Risiko. Sie können ja auch mal durchgehen, wenn man hier, obwohl man so eine Drohne oben hat. So, jetzt gab es nur 2 Fuel von dem Teil und gar kein Fuel von der Station, die wir da jetzt beschützt haben. Das mag ich gar nicht. Und der nächste Sektor ist die NG-Heimatwelt. Jo, das ist ja mal... Da könnte man vielleicht was kriegen. Mach das dann mal geradeaus und gib mir noch ein bisschen Teleporter hier. Und, also, ich hab's ja auch öfter mal gehabt, dass ich rumfliegen konnte und musste überhaupt nicht irgendwie Fuel kaufen. Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Das müsste auch mit dem Mantis Cruiser gewesen sein, aber... So 100 Pro weiß ich das jetzt auch nicht mehr. NG Heimatwelt. Na gut, da sind jetzt viele Erlebnisse oder Events dabei, wo man jetzt nicht so dringend... schon mal gerade hier was machen. Teleporter vielleicht mal. Medbay. Drohnen haben wir ja auch. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt genau machen. Ich würde sagen, wir holen uns 3 Punkte Energie. Die sind auf jeden Fall wichtig.
Jetzt können wir halt auch unsere Waffensysteme noch hochpumpen und eine Drohne raushauen. Tja, okay. Unten lang, oben lang, oben lang. Oben lang sind wir vorhin auch, oben lang war vorhin gut. Probieren wir mal gerade. Ja, send an away party to investigate. 3 Fuel, yeah, sehr geil. Okay, da oben ist ein Store, zu dem ich nicht hin will. Ja, participate in the study. Oh, ja, und das sind wieder Leute, die hier als Geiseln gehalten wurden oder Geiseln genommen waren oder wie auch immer. Dann brauchen wir die Defense Drone. Ja. Und alles andere. Ihr rennt genau richtig, sehr gut. Komm, die sind doch schon fast, die pfeifen doch schon auf dem letzten Loch. So. Genau, wir müssen ja jetzt die Schildsysteme attackieren. Die Medbay machen wir mal aus. Haben wir den Ion Blast und den Halbeam an. Wir müssen auf jeden Fall mit allen 4 Mann rüber, denn er hat eine Medbay und er hat eine große Crew. Das... Okay, das war der Antrieb. Das tut weh. Aber das müssen wir halt hinnehmen. Da haben wir keine andere Wahl. So, er wird ja jetzt mit der Crew komplett hier ankommen. Und wir müssen jetzt halt hoffen, dass er die Crew nicht so schnell heilen kann, wie wir ihm hier Schaden machen. Autofeuer machen wir mal an und du schießt halt eben auf die Schilde. Gut, jetzt nehmen wir erstmal hier die Crew ein bisschen auseinander. Okay, und jetzt können wir uns mal langsam hier um die Schilde kümmern. Das ist ja nicht dein Ernst, oder? Jetzt muss ich nämlich meine Crew zurückholen. Wir machen es anders. Du gehst mit denen in die Medbay. So. Und dann gehst du jetzt mal gerade hier oben hin. Er hat natürlich jetzt 2 Volltreffer gelandet. Okay, gut, in einem Number. So, dann gehst du jetzt mal hier rüber. Und dann geht ihr jetzt schon mal hier hin. Und der Roper, der wird ja jetzt, ich denke mal, der wird ja jetzt nochmal mit der, nee, mach's anders. Der wird ja nochmal mit der Rakete treffen, habe ich die Befürchtung. Wir haben momentan 0% Evade, also machen wir es folgendermaßen. Du gehst hier hin. Ja, wir müssen's so machen. Ja, ganz genau. Und er wird nochmal treffen. Ja, nochmal mein Drohnensystem. Sehr schön. Was mache ich denn da eigentlich? Ja doch, aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss es so rummachen. Ich kann nicht hier hin. Das dauert viel zu lange, bis ich ihn platt habe. Ich muss jetzt versuchen, schnell die Schilde runterzubringen. Ich kann natürlich noch die Mantis mit dazu nehmen. Dann geht es halt ein bisschen schneller beim Reparieren. Auf der anderen Seite dauert es dann länger, bis ich das... Warte mal gerade. Auf der anderen Seite dauert es dann länger, bis ich das Schiff auseinandergenommen habe. Und so habe ich noch die Chance, dass ich vielleicht einen Treffer... Ja, dass ich noch vielleicht einen Treffer im Waffenraum landen kann. Ja, wir müssen so rum versuchen. Auf jeden Fall. Du musst ja auf jeden Fall hier hinschießen. Alter! Der repariert sich von selbst. Habt ihr das gerade mitbekommen? Ach du meine Fresse. Und dann hat er mir natürlich auch noch 2-mal hier reingeballert, ne? Ja, kannst du vergessen. Wahnsinn. Okay. Halbeam. Aber komm dann richtig hier. Oh, der hat eine 2er Medbay. Okay, dann gehen wir jetzt in den Waffenraum. Und du reparierst mir jetzt das Teil hier.
Scheiß drauf, da treffe ich halt einen von meinen Jungs mit, aber das muss ich riskieren, wegen dem ätzenden Raketenwerfer. So, jetzt gehst du hier hoch und dann war's das. Das hat sehr, sehr weh getan jetzt. Au, 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 au. Aber 3 Fuel, dann hat sich's eigentlich gelohnt. Reparaturen sind ja erlaubt, da kriegen wir nochmal ein Fuel und wir kriegen nochmal eine Defense Drone Mark 1. Ich habe noch nie, ich benutze diesen Spruch selbst gar nicht gerne, aber ich schwöre wirklich, ich habe noch niemals so viele Defense Drones gefunden wie jetzt in dieser Mission, wo wir sie eigentlich am wenigsten brauchen, also in diesen Parts, besser gesagt. Da ist ein Distress, ja, aber ich kann nicht hier rüber, weil dann verliere ich wichtigen Fuel. Versteht ihr? Ne? Ist klar, ja. Ja, wir müssen uns das jetzt mal angucken. Ja, ja klar, Search for the Ship. Oh, wir nehmen nochmal Höhlenschaden. Autsch, das tut weh. Da unten ist ein Store, da kann ich jetzt ein bisschen reparieren. Dann machen wir das auch. Das war natürlich jetzt überhaupt nichts. So, verkaufen. Defense Drone. Und die System Repair Drone verkaufen wir auch. Und dann reparieren wir jetzt mal gerade unser Oh shit, ich hätte beinahe fast aufs Fuel geklickt. Okay. Close. Lachi, 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 lachi. Okay, also ein bisschen müssen wir aufheben an Kröten. Ein bisschen was müssen wir sparen. Mit Bay, Teleporter, Türen, Autopilot. Autopilot, Autopilot? Ist vielleicht, aber dann haben wir immer noch halben Evade. Aber dann sollten wir vorher erstmal noch... Ja, dann machen wir das doch so. Dann kaufen wir mal den hier einmal. So, und dann noch... Ja, und den Rest lassen... Nee, warte mal. Kaufen wir mal gar nichts. Mach vielleicht mal... Doch, dann haben wir Drittel Event... Nee, Viertel nur. Dann lassen wir das mal gerade. Dann nehmen wir das Geld mal auf. Nur falls wir diesen Event halt haben. Oder kriegen, wo man dann... warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder sowas. Ja, das ist ganz gut. Ja, machen wir mal diesen hier. Ja, nur falls wir dann doch diesen Event kriegen. Oh, Intruder. Hat der Energy Chip. Agreed to offer the Mantis. Okay, wir kriegen 42 Scrap und sind nochmal beschädigt worden durch den Mantis. Das ist doch eine Ätzbacke vor dem Herrn. Auf geht's weiter. Er hätte uns ein bisschen Fuel da lassen können, finde ich. Ja, greifen wir natürlich an. Sagen wir wieder nur Mantis-Schiffe, ne? Ätzend. Ab in den Waffenraum. Gut, 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 gut. Da ist Piece of Cake hier. Oh, fällt mir gerade ein. Moment, du bist doch hier mein Evade-Meister. Hol mir mal ein bisschen Evade. Optimal. Seht ihr? Direkt noch ein Skill. Wir kriegen noch Neon Blast, 35 Scrap und ein bisschen Sprit wäre mir eigentlich lieber gewesen. Okay, dann haben wir den Neon Blaster jetzt, den zweiten drin. Und dann holen wir uns den einen Punkt für den Antrieb und die... Ne, okay. Dann machen wir das doch noch nicht. Da warten wir noch ein bisschen. Oh, da ist ein Distress Beacon. Gucken wir mal. Was gibt's denn da? Teleporter. Und wir kriegen 33 Scrap. Ich hätte eher lieber ein Crewmitglied gekriegt oder sowas. Aber okay, man kann nicht alles haben. Eins. Ja. Schade. Sehr schade. Und unser Sprit geht schon wieder zur Neige. Ja, ja, klar, wir gucken uns das mal an. Wir kriegen Drone Part und 40 Scrap. Okay. Ja. Das ist ganz cool. Cool, 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 cool. Ja, das könnte sogar noch was werden. Ich meine, Scrap und eine Boarding Drone. Boah, jetzt haben wir schon 2 Boarding Drones. Das ist natürlich fett. Aber es zählt nur mit einer Boarding Drone, ne? Obwohl wir jetzt den... Ich meine,
Zählt es dann, wenn wir einfach immer wieder Boarding Drones rüberschicken? Naja, ich weiß es nicht. Ja, ich wollte sagen, wir müssen natürlich auch viele Beacons erkunden, weil das unsere Chance natürlich erhöht, Fuel zu finden. Sehr geil. Das war dringend nötig. Und, ja, toll, hier ist nix. Ach Gott, NG-Heimatwelten, Leute. Und ich habe nix Gescheites an Fuel gekriegt. Naja, ein bisschen halt, ne? Ja, können wir die nicht mit unserer Boarding-Drone erstmal boarden? Ja, try to cure the disease. Ach, puh, da haben wir nochmal Schwein gehabt. Sonst hätten wir ein Crewmitglied verloren. Okay, NG-Sektor oder unkartierter Nebel? Pff, es ist egal, wir müssen also danach sowieso in unkartierten Nebel. Also gehen wir nochmal in den NG-Sektor. Und wir haben 24 Minuten voll bei dem Part. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Es geht ja vorwärts. Wünsche euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.